ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Rezension zu dem Buch Feeling Close to You von Bianca Josivoni. Und zwar geht es hier um Ziegen und Parker. Ja, wo fange ich am besten an? Also Ziegen ist Gamerin. Also sie liebt Games über alles und möchte auch unbedingt Game Design studieren. Und um sich das College leisten zu können, macht sie halt Livestreams. Und ja, so lernen die beiden sich kennen. Parker ist nämlich einer der erfolgreichsten Gamer, also auch online, YouTube und mit Livestreams und so weiter gucken extrem viele Leute zu. Und als er dann mit einem Game startet, wird er einfach nur die ganze Zeit besiegt und regt sich mega darüber auf und ist total schockiert darüber. Und zwar wird er von Ziegen besiegt und möchte sich dann revanchieren und ja, spielt dann quasi im nächsten Game auch noch mit und rächt sich dann so ein bisschen an ihr. Und ja, so kommen die beiden ins Gespräch und schreiben sich dann immer Nachrichten und es einfach nur total cool. Also ich finde, man muss so ein bisschen auch Gaming mögen und so ein bisschen Bezug dazu haben. Aber es ist total cool, wie Bianca wirklich dieses, auch die, das während des Spiels wirklich das beschreibt, was da abgeht. Zum Beispiel bei dem Spiel Dead by Daylight, was dann wirklich gerade im Moment passiert und wie er sie dann so ein bisschen austrickst im Spiel. Und ja, es war unglaublich cool, richtig nerdig und hat Spaß gemacht. Und man bekommt auch einen Einblick so ein bisschen mehr in diese Gamer-Welt. Weil jemand wie ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie das ist mit dem Streamen, was man daran verdient, wie man da verdient, wie das Ganze abgeht. Und ja, es ist unglaublich toll. Also Ziegen ist einfach nur zum Gern haben, wirklich. Und es ist so schön, wie sie ihren Traum verfolgt, auch wenn ihr Steine in den Weg gelegt werden. Und sie versucht halt, um das zu kämpfen, was sie wirklich tun möchte. Und es ist einfach nur schön, genau das sollten wir alle tun, um unseren Traum kämpfen und nicht aufgeben. Und ja, Parker kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Finding Back to Us, er ist ja der beste Freund der Protagonistin Kelly im ersten Teil. Und hier wird jetzt seine Geschichte erzählt und er wohnt halt in Florida in einer WG mit ganz vielen tollen und vor allem chaotischen Menschen und es ist einfach nur wunderschön und herzerwärmend und toll zu sehen, ja, wie diese Freundschaften einfach funktionieren und wie glücklich die auch zusammen sind und dass ständig irgendetwas passiert und es chaotisch ist und einfach nur cool. Ja, ich möchte mehr aus dieser WG lesen. Ich möchte gerne zu jedem Charakter einen Teil haben oder auch zwei Teile. Oh, ich wollte die Welt gar nicht verlassen. Ich wollte gar nicht aufhören. Ich wollte mehr über Ziegen und Parker lesen. Es war einfach so toll und ich habe es sowas von durchgesuchtet und fand vor allem diese ganzen Chats zwischen den beiden, wie sie sich geärgert haben und so, richtig cool. Und ja, was aus den beiden passiert, ob sie sich, wie sie sich auch im realen Leben kennenlernen, das müsst ihr einmal selbst lesen, aber es ist total toll. Ich habe jetzt schon länger kein Buch mehr von Bianca gelesen und es ist wirklich total schön geschrieben, auch wirklich so, dass man es durchsuchen kann. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen einmalig ist, weil so, dass diese Games halt so einbezogen werden in Büchern, das ist richtig cool und etwas, was es so in der Form meines Wissens jetzt noch nicht gab. Und es ist einfach schön, total toll. Ich bin echt begeistert von diesem Buch und ja, wenn ihr auch Games liebt und Liebesgeschichten und ja, so richtig coole, nötige Sachen, dann unbedingt zu Feeling Close to You greifen. Ja, ich habe es total geliebt und ich hoffe, dass ihr auch zu diesem Buch greifen werdet. Es ist einfach großartig. Ja,
Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und dass ganz viele Leute dieses Buch einmal zur Hand nehmen. Es ist toll. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, viel Spaß bei dem, was ihr euch so vornimmt und viel Lesefreude. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.